Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen. Heute mal wieder eine Runde Bermuda Lost Survival. Und es ist einiges passiert, denn gestern Abend, glaube ich, war es, oder war es vorgestern schon, habe ich mir ein neues Update runtergeladen. Und da ist so einiges neu gekommen, habe ich mal kurz überflogen. Ich habe mir das jetzt nicht alles gemerkt. Auf jeden Fall wollte ich mir das gerne mal angucken. Und ihr seht schon, leider ist auch hier wieder das Problem. Ach hier, 26.8. Genau, da ist das Update gekommen. Das alte Spiel ist weg. Dementsprechend müssen wir jetzt ein neues Spiel starten. Und es sind zum Beispiel, was ist neu gekommen? Ich glaube, die haben ein bisschen die Grafik verbessert. Die haben neue Ressourcen eingefügt, neue Rezepte eingefügt. Man kann jetzt die Workstations, also die Arbeitsstationen, in denen man Sachen herstellt oder verarbeitet, upgraden, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, denn das hört sich ja schon mal richtig, richtig gut an. Das letzte Mal gespielt habe ich laut Steam am 24.05. Also schon 3 Monate her, dass wir jetzt hier mal wieder was sehen von mir, was Bermuda angeht. Und ich bin gespannt, wie das jetzt so alles aussieht und neue Grafik, ob mein Rechner das überhaupt packt. Mal schauen. Oh, guck mal, Tiger Sharks are more aggressive at night time. Okay, aber nachts war ich ja, glaube ich, sowieso noch nie wirklich im Wasser. Oder eher selten. Dementsprechend gucken wir einfach mal, was da so passiert. Und ach ja, genau, sie haben Wetter eingefügt. Sie haben Wetter eingefügt, wie wir jetzt hier sehen. Und auch kleine Tooltips am Rand, hier links. The storm is getting worse. I must stay on course. West. A or D. To steer the ship. Guck mal an, man startet jetzt auf einem Boot. Sehr, sehr geil. Finde ich auf jeden Fall schon mal richtig schön. Und wir gucken mal. Wow. Okay. Ich möchte wieder lenken. The compass broke. No way, keep the course. F. To interact with objects. I must lower the sail. Okay. Wo machen wir das Ganze hier vorne? Ne? Machen wir es hier an den Dingern? Ne? Wo machen wir das? Ah, guck mal. Grab. Okay. Hä? Da geht das Segel. Oh je. Ich hoffe, ich habe eine Rettungsweste an. Das wäre richtig gut. Strange lights are glooming under the surface. Whoa, what the? This clearly isn't good. I should grab the emergency kit, quick. Dann grabben wir das mal. Da haben wir. Oh, pam! Alter Schwede. Okay, also das ist auf jeden Fall schon mal neu. Früher ist man ja gleich auf seinem Lifeboat oder auf dieser kleinen Rettungsboot gestartet. Und jetzt hatten wir tatsächlich noch so eine kleine Startsequenz. Sehr cool gemacht, finde ich. Kleines Segelbötchen, mit dem man auf dem Meer ist, vom Sturm überrascht wurde. Und ja, Segel gecuttet, abgeschnitten. Das flog schön weg und schwuppdiwupp konnten wir gerade noch hier die Rettungsinsel und noch ein paar Medikits schnappen. Oder ein Medikit, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Bevor wir vom Mast dort getroffen wurden.
So, ich bin gespannt. Na, guck mal, ein paar Stunden später. There is the life raft. I must get out the water. Gut, machen wir mal. Huh. Ich bin durstig. Okay. Consume items within your inventory. Tab object. Achso, das ist jetzt einfach. Okay, so, und wir gucken mal eben, was ist denn irgendwie was neu gekommen hier noch, so was man sehen kann. Abilities. Das ist noch wie beim letzten Mal. Gut, da hat sich auch noch nicht viel verändert. Schnorch. Oh, eine Tasche. To carry more weight. Ja, cool. Das ist auf jeden Fall schon mal neu. Und hier haben wir ansonsten noch so ein paar Artefacts, die man finden kann. Das war beim letzten Mal aber auch. Müssen wir mal gucken, was es da so gibt. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir schnappen uns eine und benutzen die erstmal. So, dann haben wir auch gleich ein bisschen Metall über, das ist doch fein. Und hier haben wir die Kiste. Guck mal, da können wir mit Doppelklick gleich mal die Sachen drüber machen. So, dann haben wir das nämlich schon mal. Sehr schön. Okay, jetzt steht da leider nicht genau, was man noch machen muss, damit das weiter weggeht. Muss ich jetzt noch eine davon nehmen oder soll ich jetzt ein Medipack nehmen? Das ist halt die Frage. Eigentlich hätte ich es jetzt, würde ich es nicht so gerne machen, weil das schon Verschwendung ist, aber okay, man hätte es, musste es machen tatsächlich. Stand da jetzt nicht genau bei, aber dadurch, dass unser Leben halt ein bisschen unten war, war es dann doch schon zu erkennen. So, use Bedroll to rest. Okay, dann machen wir das auch eben einmal. Schade, eigentlich ist es mitten am Tag. Man könnte, ah ja, genau, ziehen, da ist Sonnenuntergang. So, wir machen jetzt ein bisschen länger, weil ich jetzt nicht genau weiß, wie lange. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock, jetzt hier in der Nacht irgendwas zu machen. Wir wollen ja gleich nochmal einen Tauchgang machen, um zu sehen, was es Neues gibt. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ah ja, gut, komm, jetzt müssen wir nochmal einen hiervon schnappen. Wahrscheinlich hätte ich es auch anders machen sollen, müssen, wie auch immer, aber. Ja. Ist natürlich ärgerlich, dass wir jetzt die ganzen Dosen hier aufbrauchen, aber okay. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Na, guck mal, vielleicht kann ich ja mein Schiff finden. Wobei das natürlich jetzt schon wieder ein klein bisschen unrealistisch ist, wenn man. Da stand ja gerade ein paar Stunden später. Also wenn das Schiff nicht gesunken ist, ist es ziemlich weit weggetrieben. Und wenn es gesunken ist, ist man selbst auch durch die Meeresströmung eigentlich ein bisschen weggetrieben. Ah, okay. Aber gut. Das, da wollen wir uns nicht dran aufhalten. Das ist mir aber noch zu dunkel. Ich mache ein kurzes Päuschen, bis das hier hell wird. Und dann gehen wir mal gucken. Bis gleich. So, ich habe nochmal schnell eine Stunde vorgestellt. Da hinten geht die Sonne schon auf. Und ich hoffe mal, dass man jetzt hier auch ein bisschen was machen kann. Man kann auf jeden Fall schon ein bisschen weiter gucken. Das ist sehr schön. Ah, guck an. Und da ist auch gleich unser Schiff. Zum Glück sind wir nicht zu weit weggetrieben. Sehr gut. Aber gucken mal. Hier kann ich noch nichts nehmen. Okay, man muss mal tatsächlich erstmal die Sachen hier schnappen, die.
Gucken wir mal, was wir im ersten Tauchgang so holen. Ziemlich viel Holz auf jeden Fall. Sehe ich hier schon mal. So, jetzt müssen wir erstmal auftauchen. Ansonsten ertrinken wir nämlich. Also, was auf jeden Fall schon mal geiler aussieht, ist definitiv das Seegras. Das fällt so auf den ersten Blick gleich schon mal auf. Das ist wesentlich, es ist runder geworden oder es ist echter geworden, finde ich. Guck mal, da hinten ist auch gleich nochmal ein Schiff. Sehr gut. Oh, wir schnappen uns erstmal noch mehr Holz jetzt hier. Ich glaube, ich brauche ein paar Steine. Ein paar Steine wären nicht schlecht. So, schnell noch ein paar Steine. Komme ich da wieder raus? Ja, gut. Dann kann ich hier nämlich weiterschwimmen und die restlichen Steine auch noch einsammeln. Bevor ich jetzt wieder hochtauche. Ja, hier ist das Wrack. Oh, der macht hoffentlich noch nichts. Das ist gut. Komm schon, hoch, 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 hoch. Ja, ah, danke. So. Da hinten sind Kisten oder Fässer. Da können wir gleich mal hinschwimmen. Erstmal craften wir uns jetzt gleich in Ruhe. Hoffentlich können wir uns schon was craften damit. Das wäre super. So, ne, Quatsch. Wir müssen, glaube ich, die Sachen im Inventar haben, um ein Messer herzustellen oder sowas in der Art. Mal gucken. Guck mal, das können wir schon mal machen. Das ist sehr gut. Eine Axt. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Für ein Speer fehlt uns auch noch ein bisschen was. Ich brauche Stein und Sticks. Okay. Auf jeden Fall haben wir schon mal ein Messer. Das ist gut. With more materials than a hammer, maybe I can build a simple outpost for shelter. Okay. Das heißt, jetzt sollen wir uns hier. Also auf dem Weg nach unten schon mal. Bisschen Seegras. Gucken, was wir hier finden. Da ist Kollege Haifisch. Komme ich hier mit dem Messer eigentlich da ran? Nee, ne? Wrong Tool. Ne, okay. Dafür brauche ich dann tatsächlich die Axt. Aber hier, da kommen wir doch ran. Gucken, was wir hier drin finden. Wo kann ich denn mein Gewicht sehen? Ach, unten links ist das jetzt. Okay, war das vorher auch schon unten links? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Das ist so lange her. Ich könnte gut noch ein paar Steine gebrauchen. Das wäre super. Was ist das da? Das sind Holzplanken. So, nichtsdestotrotz machen wir erstmal hier jetzt die Kisten kaputt und gucken, was wir darin finden. Vielleicht finden wir schon ein klein bisschen was zu essen. Ne, jetzt noch nicht. Natürlich nicht. Komm schon. Was ist das denn? Wale. Oder das hört sich nach Walen an. Boah, habe ich einen Schreck bekommen. So, jetzt müssen wir unbedingt erstmal zurück und doch noch was trinken. Aber okay, irgendwas ist ja immer. So. Da ist Essen und Trinken. Da schnappen wir uns noch eine Box. So, damit wir nochmal weiterschwimmen können. So, wichtig wäre jetzt, dass ich Stein organisiert bekomme. Sticks habe ich en masse. Steine, Steine, Steine. Wow! Ah, da unten sind Steine. Ich hoffe mal, die tun mir noch nichts. Das wäre jetzt ein bisschen ärgerlich, wenn das gleich schon losgehen würde hier. Aber das Gute ist ja, wir haben Tag. Insofern sind sie hoffentlich nicht zu aggressiv. So, das war auf jeden Fall gut ein paar Steine jetzt am Start hier. Und dann gehen wir erstmal zurück und bauen uns einen Hammer zusammen.
Ja, neue Ressourcen habe ich jetzt hier noch nicht groß gesehen. Wie heißt denn das Schiff? Eileen heißt das Schiff. Okay. Schöner Name. So, aber das mit der Luft ist noch ein bisschen. Da hoffe ich ja bald mal, dass ich da ein Upgrade bekomme. So, Sticks und Holz brauche ich, glaube ich, für einen Hammer. Gucken wir mal eben. Ach ja, ich brauche Sticks, nicht Planks. So, guck mal. Dann können wir uns nämlich auch einen Hammer bauen. Dreimal Rope. Okay. Eine Axt kann ich auch bauen. Sehr gut. So. Das ist schon mal nicht so verkehrt, würde ich mal sagen. Man kann leider immer noch nicht über die 1, 2, 3, 4, 5 Tasten, über die Nummerntasten das Inventar wechseln. Das ist ein bisschen schade. Okay, aber wir gehen jetzt mal, schwimmen jetzt hier mal zu den Fässern hin mit der Axt. Ich denke, damit sollte das funktionieren. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht jetzt dann irgendetwas Neues hier rauskriegen können. Da noch nicht. Ne, ist nur Scrap Metal, okay. Aber es ist ja auch immer Zufall, was da so ein bisschen rauskommt. Insofern. Mal gucken. Ein Speer könnte ich mir mal bauen, dass ich hier Fische fangen kann. Oh, mein Leben, meine Luft. Das geht echt schnell aktuell noch. Wir müssen gleich mal gucken, wie viel wir da schon geskillt haben, dass wir da vielleicht bald einen kleinen Booster bekommen. Das wäre schon super. So, ich muss auf jeden Fall. Ich brauche Seegras. Wo ist mein Boot? Da, okay. Denn wenn ich Seegras habe, kann ich dann auch bald Seile herstellen. So, und dann gucken wir mal, dass wir hier tatsächlich jetzt im Tutorial weiterkommen können, um hier dann letztendlich auch was bauen zu können. So. Erstmal brauchen wir eine Wooden Plattform. Dafür brauchen wir 10 Planks und 10 Sticks. Wir brauchen noch Planks. Okay. Hätte ich mal gerade eben lesen sollen, dann hätte ich das gleich schon mitnehmen können. So, wo finden wir Planken? Da unten sind hoffentlich ein paar Planken bei. Ne, wo ist denn das? So, wir machen jetzt mal ordentlich hier. Wir hatten doch, irgendwo war doch ein Schiffswrack. Da. Da sind ganz viele Planken. So, wir tanken, tanken. Tauchen nochmal auf. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an hier. So, da unten sind viele Planken. Das ist gut. Viele Planken sind gut für Flens. Und seinen Plan, ein Floß zu bauen. So, ich werde mich jetzt auch echt nur darauf konzentrieren, Planken mitzunehmen. Damit ich weiterkomme. Denn am Anfang sollte man echt wenig, so wenig Zeit wie möglich verballern, um voranzukommen. So, die beiden hier nehme ich noch, dann tauche ich auf. Sehr gut. Ja, ich tauche ja schon wieder auf. Ich tauche ja schon wieder auf. Mann. So, dann gucken wir mal, dass wir uns die erste Wooden Plattform herstellen können. Da. Craft. Sehr schön. Und als nächstes bauen wir uns gleich ein Drying Rack, ein Trockendingens hier für Seegras, damit wir Seile herstellen können. Denn Seile habe ich nicht mehr. Seegras habe ich. Wichtige Sache, damit wir hier weiterkommen können. Ja, wir gucken mal eben. Bauen wir es mal. So, wie drehte man das noch?
Mit R eventuell? Nee. Ach, genau, einmal drücken. Sauber. So, das hätten wir schon mal. Und wir bauen hier auch gleich dann das Drying Rack hin. Machen wir da so hin. Nein. Sehr gut. Dann schnappen wir uns nochmal hier eben die vorletzte Dose ist es schon tatsächlich. Wow. Okay, das ist krass. Da müssen wir auf jeden Fall ordentlich zusehen, dass wir hier in den nächsten Runden Material zusammenbekommen. Eieieiei. So, hat man hier eigentlich irgendwo einen Questlog oder sowas? Das wäre noch ganz nett zu sehen. I need to come up with a way to purify water. Craft Purifier at the Crafting Box. Okay. Genau, das ist eine wichtige Sache. Wir gucken uns mal an, was wir dafür brauchen. Was? Purifier at the Crafting Box. Den gibt's hier gar nicht. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich erst die Work. Ach, da! Guck mal an. Purify Salt Water. Zweimal Plastik, einmal Rope. Okay, das heißt, wir müssen uns auf die Suche nach Plastik machen. Puh. So. Plastik. Wir schwimmen einfach mal in eine Richtung und hoffen, dass wir irgendwo Plastik sehen. Und auf dem Weg immer noch mal schön hier. Ich glaube, Steine kann ich auch noch mal brauchen. Die nehme ich dann jetzt auch gleich noch mal mit hier. Wenn wir schon dran vorbeikommen. Wir sind ja auch komplett leer gerade. Insofern ist das auch gar nicht so schlimm. Ja, dann bloß alles mitnehmen, was man kriegen kann. Wenn man es nicht braucht, kann man es dann ja sonst nachher irgendwann noch mal wegschmeißen. Aber wir haben ja noch so viel hier auf dem Zettel, was noch getan werden muss. Hier haben wir wieder die Container. Das ist gut. In die Richtung waren beim letzten Mal hinter den Containern waren nämlich auch Plastikbags. Vielleicht haben wir ja Glück. Das wäre auf jeden Fall echt super. Ich weiß noch nicht mehr, hinter welchen Container. Hinter dem, hinter dem. Da schwimmen wir jetzt aber auf jeden Fall mal vorbei und gucken uns das Ganze an. Na, da sieht es nicht so aus. Ich tauche mal eben einmal auf. Plastik ist jetzt unser vorrangiges Ziel. Ah, da haben wir Plastik. Geil. Da unten sind Säcke, Behälter, wie auch immer. Das ist gut. Schwimmen wir noch ein Stück an der Oberfläche, damit wir da gleich schön runtertauchen können. Oh ja, das sind sogar noch mehr. Mehr Plastikbags. Sehr schön. Mal gucken. Da sind ja auch immer noch ein paar Ressourcen drin. Also in einigen. Vielleicht haben wir Glück. Nein, nur Plastik. Nur Plastik. Es waren ja auch mal in der letzten Version auf jeden Fall so Pflanzensamen zum Beispiel drin. Aber das ist wahrscheinlich auch mehr Zufall, wo was drin ist. Sehr gut. Aber auf jeden Fall gut zu wissen, dass im Vergleich zur letzten Map, dass hier auf jeden Fall die Lokalität sich nicht unbedingt groß geändert hat. Also ich habe die Container gesehen und hatte halt noch in Erinnerung, okay, beim letzten Mal war da was und bei diesem Mal ist auch wieder was da. Das ist natürlich schon mal richtig gut. Das hat mir auf jeden Fall jetzt ein bisschen geholfen. Mal gucken, da vorne ist unser Boot, das ist gut. Ah, ich schwimme zu hoch. Aber ist nicht schlimm. Aber jetzt. Ah, guck mal, trained lang 1. Gucken wir gleich mal. Ich glaube, das gibt plus 5 Sekunden aufs Tauchen.
Was auf jeden Fall das Leben schon mal etwas erleichtert. Jedenfalls das Leben unter Wasser. Cool, dass das jetzt auch eingeblendet wird. Das war vorher nicht so. Das heißt tatsächlich, wenn man eine Fähigkeitserhöhung bekommt, dann kann man die hier auch gleich sehen. Das ist natürlich echt klasse. Aber guck mal, die hauen wir hier noch mit rein. Die Seile nehmen wir uns schon mal mit, dass wir hier dann auch gleich was bauen können. So, alles hier rein. Purifier bauen. Ich weiß gar nicht, ob einer reicht oder ob man mehrere bauen muss. Ich brauche noch 10 Planks. So, wie mache ich das jetzt? Wahrscheinlich mit dem Hammer, oder? Ja. Ach, guck an, den kann man sogar. Vielleicht passt da noch ein zweiter daneben. So, Hughes. Sehr gut. Jetzt brauche ich wahrscheinlich eine. Build and place a workbench. Bench, okay, ja. So. Jetzt ist die Frage, muss man da irgendwie. Der sammelt wahrscheinlich Regenwasser auf, tippe ich mal. Dementsprechend wäre das vielleicht clever, wenn wir sogar noch einen zweiten davon hinstellen. Wir testen das einfach mal. Auf jeden Fall schon mal eine coole Sache, wenn das tatsächlich so ist, wie ich mir das jetzt denke. Oh nein, da passt kein zweiter mehr hin. Ach, guck mal, der passt hier drunter. Das ist ja cool. Ja, den machen wir einfach mittig. So. Und dann gucken wir mal, was da draus so passiert. Für eine Workbench. Dann gucken wir mal, was wir für eine Workbench brauchen. Wir brauchen Planken und wir brauchen Scrap Metal. Okay. Gut. So, aber vorher. Oh, die letzte Dose schon im Rauch jetzt. Wow. Planken und Scrap Metal ist jetzt unser Ziel. Kann ich eigentlich hier vielleicht an dem Boot auch irgendwie rumbauen? Das wäre natürlich ganz geil. Mal gucken. Nee. Das geht nicht. Okay. Das wäre auch nochmal cool, wenn man halt ja, so das eigene Boot nochmal als, ja, ich sag mal, Hilfe nehmen könnte. Guck mal, hier ist auf jeden Fall Scrap Metal, das ist schon mal gut. Dann hauen wir uns das mal alles hier schnell ins Inventar mit rein. Ja, auftauchen. Dass wir die Sachen hier auch nicht verlieren, jetzt irgendwie durch Ertrinken oder so. Das wäre super ärgerlich. Ja. Komm schon. Wir müssen den Tag auf jeden Fall echt noch sinnvoll nutzen, damit wir so viele Ressourcen wie möglich bekommen. Ich glaube, diese. Ach, guck mal, da sind noch mehr Plastikbags. Sehr geil. Ich werde jetzt erstmal hier noch schnell das Ding absammeln und dann die beiden Kisten kaputt machen. Und hoffen, dass da vielleicht noch mehr Sachen drin sind, die man gebrauchen kann. Vielleicht finden wir sogar Essen. Essen wäre jetzt eigentlich das Beste. Oder vielleicht noch ein Tool. Hab ich hier mit dran? Aha, gut. Oder ein Medikit wäre auch noch ganz gut, denn wir haben auch nur noch Hälfte an Leben. Das sind alles Sticks, ne? Sticks ist jetzt aktuell noch nicht so wild. Gucken. Jetzt haben wir Planks, sehr schön. Ah, guck mal, das ist ja auch geil. Vorher konnte man immer nicht sehen, wenn das kaputt gegangen ist oder wenn man nichts mehr sammeln konnte. Jetzt gehen die Teile hier tatsächlich so nach und nach kaputt. Das ist ja auch richtig cool gemacht. Ah, da hinten sind auf jeden Fall noch mehr Kisten. Plastik wollen wir auf jeden Fall auch gleich noch mitnehmen. Da können wir bestimmt auch noch was von gebrauchen. Finde ich cool. Das sieht cool aus. Jetzt nur die Frage, ob das respawnt oder ob das tatsächlich jetzt so bleibt. Man weiß es noch nicht genau. Oh, wrong Tool. Das wollte ich einsammeln. Habe ich das eingesammelt? Ich glaube ja. So, guck mal, hier sind auch gleich noch ein paar Kisten am Start. Das ist natürlich richtig geil.
So, die beiden Plastiksachen sammeln wir uns noch ein hier. Und dann geht es erstmal wieder hoch zum Floß. Und schnell auf dem Weg nochmal. Wo ist denn das Floß überhaupt? Ach, da hinten. So, dann wollen wir uns mal eine. Ach, ich brauche wahrscheinlich erst nochmal wieder eine zweite Plattform. Aber da habe ich bestimmt nicht genug Planks, um eine Dingsstation herzustellen. Ärgerlich. Na gut, wir müssen gucken, dass wir echt mit dem Zeug klarkommen, was wir jetzt hier haben. Ja, probieren wir. Probieren wir. So, wir backen alles hier rein. Es fehlt immer noch die Option, glaube ich, alles auf einmal hier rüber zu packen, ne? Jedenfalls sehe ich es gerade nicht. Oh, guck mal, ich habe Supplies gefunden. Wie geil. Ich habe Supplies gefunden. Sehr, sehr gut. Oder habe ich schon da eine eingesammelt? Habe ich gar nicht mitbekommen, auf jeden Fall. So, ja, definitiv brauche ich erstmal, leider, leider, und mir fehlt eine Planke. Ja, komm, die holen wir uns eben noch. Die holen wir uns eben noch. Das wäre jetzt super ärgerlich, wenn wir die ganze Nacht über da jetzt stehen müssten und gar nichts hinkriegen. Hier ist doch schon die eine Planke. Sehr gut. So, komm, und dann gleich schnell wieder hoch, denn in den Beschreibungen stand ja, der Tigerhai wird nachts ein bisschen aggressiver als tagsüber. Und der Tigerhai ist nämlich der, der richtig böse ist. So. 12 Planks. Nein, ich brauche 12 Planks. Verdammt. Da hinten ist noch ein Boot. Los, schnell, schnell. Ah, ich schwimme an der Wasseroberfläche. Los, 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 los. So, Planks. Da ist auf jeden Fall schon mal eine und da ist eine. Gut. Ja, wenn man nicht alles genau durchliest, ne? Hier, Herr Flens. Wir bauen einfach nochmal hier am Schiff ein bisschen rum. Können wir gleich noch ein, zwei mehr mitnehmen als Reserve. Und wahrscheinlich habe ich auch dann genau wieder eine zu wenig für das nächste, was ich denn bauen möchte. So, jetzt gehen wir aber hoch. Das wird mir jetzt hier zu. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Eieiei. So. Wir gucken mal, wir gucken mal. Erstmal hoch hier. So, die Sonne geht nämlich unter. Siehst du? Und da wollen wir dem Hai hier gar nicht erst groß Angriffsfläche bieten. Sehr schön. Das hatten wir auch geschafft. So, guck mal rüber da mit dir. Workbench, Craft. Du kommst rüber. Dann werde ich hier nämlich auch die Folge erstmal beenden. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter, liebe Leute. Ich sag schon mal vielen Dank fürs. Oh, guck mal, jetzt kann man hier tatsächlich direkt anbauen. Sehr schön. Ohne dass die jetzt groß hier. Oh, die bauen wir. Da so hin. Und dann können wir hier mal reingucken. Guck mal an. Distillery. Barbecue Bucket. Eine Pfanne. Ha, wir können eine Pfanne bauen. Wie geil ist das denn? Das machen wir beim nächsten Mal. So, ich werde mich jetzt erstmal verabschieden von euch. Ich sage mal vielen Dank fürs Zugucken. Hoffe, ihr hattet auch schon ein klein bisschen Spaß. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit hoffentlich neuen Items und hoffentlich mit Überleben. Das wäre super. So, Leute, macht's gut. Bis demnächst und ciao, ciao.